Hallo und herzlich willkommen zu dem versprochenen Amazon Fresh Food Haul. Ihr habt euch einen Food Haul gewünscht und ich habe mir dann gedacht, ich erfülle euch diesen Wunsch, aber das war tatsächlich auch nur wirklich spontan, weil ich da auch bestellt habe und ich habe dort nur bestellt. Die Story muss ich euch jetzt ganz kurz erzählen, sorry, weil es dort aktuell, oder ich weiß nicht, ob es aktuell ist, ein Angebot gibt. Ich habe da so eine 4 Wochen Probemitgliedschaft abgeschlossen und ich wusste nicht, dass man für Amazon Fresh auch eine Mitgliedschaft braucht, so wie bei Amazon Prime, weil ich habe das alles nicht und habe dann so eine Probemitgliedschaft abgeschlossen, habe dann gesehen, dass man irgendwie 25 Euro umsonst bekommt, wenn man für 75 Euro bestellt. Und für 75 Euro habe ich ganz schnell bestellt. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und da gab es noch einige coole Rabattaktionen, die ich auch in diesem Video erwähnen werde. Also ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ihr seid gespannt. Vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren. Ich bin übrigens im typischen Sonntagsmode, okay? Also nur so viel zu diesem Aufzug. Ich drehe jetzt nur noch ganz schnell, weil da auch viele, viele frische Sachen dabei sind. Und ich habe am Dienstag bestellt und habe es Dienstagabend um 20 Uhr auch direkt bekommen und heute ist Sonntag, deswegen ein paar Sachen werde ich jetzt heute auch noch frisch zubereiten, weil die weg müssen, sonst gehen sie mir kaputt, das wäre sehr schade drum, ich schmeiße ja keine Lebensmittel weg. Und genau, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und ich freue mich auf eure Nachrichten unten in den Kommentaren. Wir beginnen direkt mit der ersten Rabattaktion und zwar, vielleicht kennt ihr die Valensina, das sind jetzt 3 verschiedene Sorten. Eine habe ich schon fast aufgebraucht, wie ihr hier seht. Man musste 3 Flaschen bestellen, um eine umsonst zu bekommen. Und man muss dazu sagen, eine kostet 2,99 €, ist jetzt nicht so super günstig, ist aber frisch gepresster O-Saft bzw. Saft zu 100%. Ja? Und hier steht zum Beispiel, aus 2,5 Kilo Früchten ist dieser Saft. Das ist jetzt ein, wie gesagt, schon 100% direkt. Saft, 1 Liter. Also habe ich quasi diese 3 Liter für 6 Euro bekommen. Ja, also es ist okay, 2 Euro pro Flasche, weil wenn ihr das in den Warenkorb gelegt habt, hat es eben, wie gesagt, eine wieder abgezogen. Ach, kompliziert. Das sind aber auch wechselnde Aktionen. Vielleicht gibt es nächste Woche wieder eine andere Aktion. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Aber es war, wie gesagt, mein erster Amazon Fresh Haul. Und ich wohne ja in München, falls ich es noch nicht, oder falls ihr das nicht wisst, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Es gibt nur ein paar bestimmte Einzugsgebiete. So, auf jeden Fall. Valensina, das ist jetzt, wie gesagt, ein O-Saft. Dann habe ich mir ausgesucht, es gibt mehrere verschiedene, ich glaube 6 Sorten gibt es. Apfel, Blaubeere, Erdbeere. Hier sind ungefähr 1,8 Kilo Früchte drin. Und zuletzt, die habe ich auch direkt als erstes aufgerissen, Orange, Mango, Passionsfrucht. Hier sind 2,3 Kilo Früchte drin. Und super gut. Es ist leichtes Fruchtfleisch drin. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Ich finde die super lecker und wie gesagt, für den Preis, wenn man das umrechnet, vollkommen okay. Dann auch hier etwas, das ich liebe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hofpfisterbrot. Und da nehme ich, wenn es noch da ist, meistens Öko-Dinkel-Grünkern. Das, da hat jetzt, Moment, wie viel Gramm sind das jetzt? Mir reicht es immer so 1,5 Wochen. Also das ist voll super, weil das auch sehr, sehr lange frisch hält. Und das sind halt ganze Kerne tatsächlich drin. Und das kostet, genau, 500 Gramm für 3,33 Euro. Ist, wie gesagt, ein frisches Hofpfisterbrot. Bin ich persönlich der größte Fan. Auch das habe ich schon angefuttert. Wie man sieht, ist jetzt nicht so super gesund. Es soll uns halt suggerieren, dass es gesund ist. Ist es aber nicht. Aber mir schmeckt es. Deswegen habe ich es gekauft. Haferflex, Knusperhonig, 63% Vollkorn. Angeblich, wenn man da auf die Zuckertabelle schaut, sagen die einem was anderes. Das ist von Köln. Das kennt ihr sicherlich. Also da gibt es ja viele verschiedene Sorten. Und ich muss sagen, mir schmeckt sehr gut. Manchmal in der Früh habe ich keine Lust, mir irgendwie ein Brot zu schmieren oder so. Dann nehme ich mir nur ein bisschen Milch und haue mir das rein. Und Hauptsache irgendwas im Magen. Niemals mit leerem Magen den Tag starten. Das wollte ich jetzt sagen. So. Alnatura-Joghurt habe ich mir mitgenommen mit 3,8% Fett. Ich habe ganz viele Früchte noch gekauft und ich liebe es, Joghurt dazu zu essen. Deswegen habe ich mir direkt den großen Becher. Ich weiß nicht, warum ich 5 kleine kaufen soll und noch mehr Scheiß für die Umwelt machen soll, wenn ich auch einen großen
kaufe und den binnen ein paar Tagen aufbrauche, weil das Zeug ist auch nicht gleich schlecht. Dann kommen wir zu den ganzen frischen Sachen. Da habe ich mir zum Anbraten einen Tofu gegönnt von Alnatura. Der ist Natur, den möchte ich mir gerne selber würzen und so ein bisschen anbraten. Aber Alnatura kennt ihr sicherlich. Ebenso liebe ich Hirtenkäse. Das sind 250 Gramm. Ich glaube, das hat 1 Euro oder so gekostet und der 1,50 € oder 2 €. Ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich deutlich über 75 Euro eingekauft. Was ich auch manchmal ganz gern mag, sind einfach Wienerle. Ich glaube, die sind jetzt von Hertha. Ich weiß nicht, ob die so super lecker schmecken, aber ja, manchmal hat man einfach so Heißhunger auf so Sachen, die vielleicht jetzt nicht so super sind. Macht aber nichts. Das sind, wie gesagt, die Knackis, 6 Stück. Und die Packung, wenn ich die aufmache, ist die auch weg. Das sage ich euch. Also da ist nichts mit nochmal aufheben. Vorne dran, wenn ihr auf die Seite geht, da sind auch dann viele Angebote. Da habe ich jetzt auch, wie gesagt, so ein paar Obstsachen. Oder jetzt, ich glaube auch, dass die Tomaten im Angebot waren. Das sind jetzt Cherry-Tomaten, 400 Gramm. Und ich meine, dass die so 1,50 € gekostet haben. Dann habe ich mir hier auch schon gefuttert. Aprikosen. Ich liebe Aprikosen. Die, wenn man die wäscht und abends irgendwie noch so im Bett snackt, da, wenn die nicht so hart, nicht so weich sind, dann tropft da nichts. Dann wisst ihr, was ich meine? Ich liebe das zu snacken. Und auch Trauben. Da habe ich auch schon, huch, da tropft schon, weil ich die vorhin erst waschen habe. Und Trauben liebe ich auch. War nämlich heute mit meiner Mama in der Therme und da hatte ich das alles auch schon dabei. So, dann kommt die nächste Aktion. Genau, das hat nämlich jetzt mit diesen Nudeln zu tun. Moment. Da von dieser Marke Teegut musste man ein Päckchen Nudeln kaufen. Ich habe mir jetzt gleich 2 mitgenommen, weil Nudeln kann man immer essen. Und die sind halt super schnell auch fertig. Da hat man dann eine Packung gekauft und hat das Pesto mit umsonst dazu bekommen. Ihr seht schon, ich bin voll der Schnäppchenjäger. Ich habe, glaube ich, also der arme Mann, ich hatte 4 Tüten voll, die ihr auch da auf dem Thumbnail seht. Und der arme Mann hat sich so einen abgeschleppt. Da hat mir so leid getan. Gott sei Dank habe ich einen Aufzug. Aber es hat sich halt gelohnt, weil dann musste ich es nicht schleppen. Und genau, Versand habe ich irgendwie auch keinen bezahlt. Der war auch umsonst. Und wie gesagt, da ist jetzt hier dieses Basilikum-Pesto mit umsonst dazugekommen, weil ich ein Päckchen Nudeln bestellt habe. Und ich dachte mir, wie gesagt, wenn ich jetzt schon bestelle, dann muss ich es halt nicht schleppen. So, und die Nudeln, die waren günstig. Die haben, glaube ich, 1 Euro gekostet, 99 Cent oder sowas. Dann hier habe ich mir, den muss ich jetzt auch heute essen, ihr seht schon, der ist schon ganz gelb, meinen Brokkoli gekauft. Und ich liebe Brokkoli und der wird heute mit Gnocchi zum Abendessen vernichtet. Genau, also ihr seht, der hat es dringend nötig, zubereitet zu werden. Oh Leute, sorry, ich habe jetzt so einen Sprachfehler. Und der ist auch aus Deutschland. Also ich gucke immer so ein bisschen, wo kommen die Sachen her. Manchmal lässt sich es einfach nicht vermeiden, aber der kommt jetzt zum Beispiel aus Deutschland. Dann habe ich auch ein paar Konserven gekauft, weil ich es auch liebe, abends im Bett Konserven zu snacken. Ich weiß nicht, haltet mich für eklig, aber naja, manchmal mag ich das. Bohnen, aktuell liebe ich Bohnen, fragt mich bitte nicht warum, aber da könnte ich auch das ganze Glas futtern. Das ist jetzt auch von Teegut, Brechbohnen. Mag ich sehr gerne. Ich glaube, das Glas hat auch so 99 Cent gekostet. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest. Dann habe ich mir eine Schokocreme gekauft. Und zwar kein Nutella, sondern etwas Veganes. Und zwar, da ist drin Rohrzucker, Sonnenblumenöl, Kakao, Schokolade. Ah, okay. Also auch nicht so wirklich super tolle Sachen, aber zumindest noch so ein bisschen. Ich dachte eigentlich, dass da kein Palmöl drin ist, ist es aber leider schon. Aber gut, so ist es. Dann habe ich mich da verlesen. Also von Veganz, wie auch immer man das ausspricht, ist es eine Schokocreme, aber auch hier ist Palmöl drin. Also das habe ich, mein Fehler, ich dachte, das ist nicht drin, aber wie auch immer, egal. Ich esse es trotzdem, ich muss eh irgendwann sterben. Dann komme ich zur nächsten Rabattaktion. Ist jetzt aber, glaube ich, die letzte. Ich habe mir so Proteinriegel gekauft für 2,99 €. Das sind
4 Stück und zwar Kokosnussmandel. Oh Gott, und das liebe ich, ja. Also ich brauche einfach, die sind auch glutenfrei mit Protein, wie gesagt. Ich brauche manchmal unterm Tag Energie. Einfach Energie. Und wenn ich die Packung gekauft habe, wie gesagt, für 2,99 gab es die gratis noch dazu. Und von Naturally, die kenne ich schon. Die hatte ich schon des Öfteren in der Degusta-Box und deswegen habe ich mir das gegönnt. Ja. Und es hat auch alles wunderbar geklappt, weil am Schluss, wenn ihr das kaufen wollt, dann zeigt es euch nochmal alles auf. Dann, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Die bereite ich mir heute auch noch zu für die Arbeit. Morgen eine Wassermelone. Ich liebe Wassermelone. Einfacher, Leute, könnt ihr keine Flüssigkeit zu euch nehmen, als Wassermelone zu futtern. Da hat man schon 1 Liter von seinen 3, die man trinken soll, am Tag getrunken. Dann habe ich mir natürlich auch noch so schwere Sachen wie Milch. Also von denen habe ich 2 gekauft. Huch, von der. Das ist die Berchtesgadener Land, die Bergbauernmilch. Da habe ich 2 gekauft und dann habe ich mir noch einen Sojadrink gegönnt. Liebe ich auch total. Calcium. Kostet, glaube ich, auch so 1 Euro rum und die auch. Und da habe ich mir, wie gesagt, 3 oder 2 und die Sojamilch gegönnt, weil das ist ja auch immer so schwer. Dann, auch das snacke ich super gerne abends einfach im Bett. Und zwar bunter Mix. Das sind so Möhrchen und Mais und Erbschen. Dann habe ich mir Kreatin geholt. Fragt mich bitte nicht, warum. Ja, ich habe schon meinen Anschiss bekommen, weil Kreatin wohl nicht nur schlechte Haut macht, sondern auch irgendwie aufschwemmt. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich das weitergeben kann, weil ich dachte, ich habe mich wieder nicht gut genug informiert. Ich habe mir Whey gekauft. Moment, das habe ich auch irgendwo, weil ich wieder wirklich das Trainieren so richtig anfangen will. Ich habe jetzt auch mit EMS angefangen, also EMS-Training. Und dann habe ich mir hier das Whey gekauft, was ja vollkommen okay ist als Nahrungsergänzung. Das ist jetzt hier Banane. Gott, ich liebe ja Banane. Und das ist okay. Aber dieses Kreatin, weiß ich nicht, ob das so für Frauen geeignet ist. Da muss ich jetzt mal gucken. Aber das kriege ich bestimmt wieder irgendwie an den Mann, an meine ganzen trainierenden Freunde. Ebenso habe ich mir gekauft, der ist sogar noch eingepackt. Die haben das jetzt extra so in Tüten auch verpackt. Und auch die Sachen, die gekühlt werden mussten, waren auch wirklich in Kühlpacks drin. Also richtig super. Und das ist jetzt hier ein Glasreiniger. Ich habe meine ganzen Spiegel schauen aus hier, weil ich immer keinen Glasreiniger habe. 2 von meinen Bananen sind auch noch da. Das war, ich glaube, 1 Kilo Bananen habe ich mir bestellt. Und davon sind jetzt noch 2 da. Die habe ich auch schon gefuttert. Dann habe ich mir Süßkartoffeln gekauft. Liebe ich. Die kann man auch einfach mal aufschneiden, bisschen Öl drüber würzen und in den Ofen hauen. Halbe Stunde drin lassen, fertig. Super lecker. Und noch ein bisschen Ingwer. Ingwer geht immer. Also ich liebe das nicht nur im Tee, sondern auch im normalen Wasser. Also das ist super lecker. Habe ich mir einen Ingwer gegönnt. Der kommt aus China übrigens. War es das jetzt? Ich habe mir noch ein paar Pommes geholt, aber da war ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, die aus dem Gefrierfach zu holen. Aber Pommes habe ich mir auch noch gegönnt, die bestelle ich mir auch immer. Und das war es jetzt soweit. Ich meine, gut, das reicht ja auch, ne? Aber die ganze Rabattaktion habe ich euch gesagt, genau, kostenloser Versand und den 25-Euro-Gutschein habe ich eingelöst. Und habe dann insgesamt, ich glaube, 38 Euro irgendwas gespart. Und bezahlt habe ich knapp, also 75, wobei gut, das sind ja die Trainingssachen. Also das hat allein schon 16 Euro gekostet und das hat schon 11 Euro gekostet. Also genau. Ist jetzt sicherlich nicht was, was man jede Woche machen kann. Ist nicht günstig, aber ich fand es einfach super und ich habe einfach in München nicht so die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren und direkt vor der Tür zu parken und den ganzen Scheiß einzuladen. Deswegen war das jetzt so zwischendrin, bestelle ich ja mal ganz gern online. Ihr kennt mich ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich online bestelle. Das habe ich bei Rewe schon mal gemacht, war auch ganz gut. Aber da war es halt echt so, ich habe am Dienstag bestellt und Dienstagabend kam es gleich. Ihr könnt euch da die Uhrzeit manuell auswählen, was sehr, sehr gut ist. Das war der Food Haul. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und je nachdem, wann ihr das Video guckt, vielleicht auch einen tollen Start in die Woche. Denkt immer dran, positive Vibes. Ich bin da momentan total auf diesem Trip, was heißt momentan schon sehr, sehr viele Monate, weil ich ja daran glaube, dass einfach alles im Leben zurückkommt, was man anderen Menschen gegenüber bringt, ob positiv oder negativ. So, und jetzt habe ich wieder hier meine spirituelle Ader.
mit in ein Food Hall einfließen lassen, was sehr sinnig ist, by the way. Aber egal, ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut, bis bald. Mua.